Hallo und willkommen bei MCB at Home. Ich bin Sabine, Programmleiterin der Media Convention Berlin. Wir wollen heute sprechen über Diversität in der Berichterstattung rund um die Corona-Krise. Also wie gelingt es den Medien, die Vielfalt unserer Gesellschaft authentisch abzubilden oder eben auch nicht? Wir wollen darüber sprechen mit Alice Hasters. Alice, schön, dass du Zeit für uns hast. Danke, ich freue mich auch. Alice, du bist Journalistin und Autorin des Buches, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Wie hast du die Berichterstattung rund um Corona in den letzten Wochen wahrgenommen? War das divers aus deiner Sicht oder hat da doch eine Mainstream-Perspektive dominiert? Es kommt natürlich darauf an, wen man da so mit einbezieht in die Berichterstattung. Ich würde jetzt sagen, von den sogenannten Leitmedien hat man schon ziemlich gut ablesen können, welche Perspektiven priorisiert worden sind und was quasi weniger thematisiert worden ist, was später thematisiert worden ist. Also ich hatte schon das Gefühl, dass zuerst eine gewisse die Entschleunigung und wie ist es denn, ist es nicht vielleicht, also auch so ein bisschen hoffnungsvoll, ist es nicht auch gut, dass wir jetzt irgendwie mal zu Hause bleiben können? Und da wurde schon ziemlich klar, dass bestimmte Menschen, die eben nicht zu Hause bleiben können, die quasi systemrelevante Arbeit machen, nicht beachtet worden sind. Die Menschen, die eben vielleicht auch gar kein Zuhause haben, die Menschen, deren Existenz massiv bedroht ist jetzt gerade, die wurden quasi erst ein bisschen später gefragt. Also ich habe das so gelesen oder so wahrgenommen, dass es schon sehr reflektiert hat, welche Fragen so in so einem Redaktionsraum wahrscheinlich zuerst aufkommen, sind die Fragen, die sich natürlich die Beteiligten, die da, dort sind, wahrscheinlich auch zuerst stellen. Und das sind diejenigen, die, oder das sind die Fragen, die quasi einem auch am nächsten sind. Und das hat wiederum sehr reflektiert, finde ich, dass die Redaktionsräume dann doch schon meist weiß geprägt sind, weil bestimmte Fragen mir sehr so vorkam, als ob sie aus einer weißen Perspektive herausgestellt worden sind und auch einer weißen, relativ gut situierten Perspektive. Ja, mit der Ausbreitung des Virus wuchs ja eigentlich auch die Diskriminierung asiatisch aussehender Menschen an. Hattest du den Eindruck, dass das Thema Rassismus und Diskriminierung angemessen behandelt worden ist? Wie war da dein Eindruck? Also auch da, finde ich, wurde eigentlich ein bisschen spät reagiert, weil das war ja ziemlich am Anfang, noch bevor Corona eine Pandemie wurde und erst eine Epidemie war, gab es schon diesen anti-asiatischen Rassismus, der schon sehr stark zutage gekommen ist, weil Leute meinten, weil da schon asiatisch gelesene Menschen berichtet haben von rassistischen Vorfällen, dass Leute ihnen nicht mehr die Hand geben wollten, dass asiatisch gelesene Paketboten auf einmal Probleme hatten. Diese Dinge gab es schon, bevor Corona hier in Deutschland wirklich angekommen ist. Und da habe ich so gut wie nichts drüber gelesen. Da wurde eigentlich eher noch mit Geduld darauf reagiert, dass es dann oder solche Fragen oder Kommentare, die überall auftauchten, über die Essgewohnheiten der Chinesen oder über vermeintliche mangelnde Hygiene der Chinesen oder so weiter, wurde einfach so ein bisschen drüber hinweggesehen. Und das waren eigentlich ziemliche Warnsignale, die aber so ein bisschen ignoriert worden sind und auch entschuldigt worden sind als, ja, die Leute sind ja alle besorgt und man muss da jetzt irgendwie mit Geduld drauf eingehen. Und da hat man auch wieder die Menschen, die betroffen sind von diesem Rassismus, nicht priorisiert. Man hat quasi nicht gefragt, wie ist es denn für die, sondern man hat eher nur die weiße Perspektive gesehen und wollte deren
Sorgen und Ängsten so nachkommen. Also man hat quasi in der Hinsicht der Rassismus, der da irgendwie vorher vorgekommen ist, den hat man quasi ein bisschen legitimiert als legitime Sorge, die man ja haben kann, weil man einfach nur Angst hat, angesteckt zu werden. Und das, fand ich, war schon ziemlich ein großer Fehler. Und es dann wurde das erst thematisiert, als dann natürlich tatsächlich physische Angriffe kamen, als dann tatsächlich Menschen physisch, asiatisch gelesene Menschen physisch angegriffen worden sind, beschimpft worden sind. Dann ist die Presse dann mal ein bisschen darauf aufmerksam geworden und hat dann gesagt, ach so, ja, hier, wir haben auch ein Problem mit anti-asiatischem Rassismus. Gleichzeitig ist auch die Bildsprache total krass gewesen, dass zum Beispiel, ich erinnere mich an den Spiegel, an das Spiegelcover, wo Made in China als Titel drauf stand und eine genau asiatisch aussehende Person abgebildet worden ist. Also auch dieses Made in China-Klischee wurde auch einfach reproduziert. Also da waren ganz viele Dinge, da waren die Medien auch aktiv dran beteiligt, dass sich natürlich, dass auch dieses, auch als es gar nicht mehr darum ging, dass, also als es schon eine Pandemie war und dass man gar nicht mehr davon ausgehen konnte, dass die Mehrheit der infizierten Menschen asiatisch, phänotypisch asiatisch aussehen, immer noch alles bebildert worden ist mit asiatisch aussehenden Menschen, wenn es um die Corona-Berichterstattung ging. Also diese ganzen Dinge, da fehlte auf jeden Fall die Sensibilität meines Erachtens nach. Das scheint ja grundsätzlich ein mediales Phänomen zu sein, dass Rassismus dann aufgegriffen wird, wenn er in seinen Extremen auftritt, zum Beispiel in Form von Gewalttaten. Wäre es aus deiner Sicht wichtiger, auch mehr über Alltagsrassismen zu berichten oder wäre das kontraproduktiv, weil man dann bestimmte Rollen nur noch mehr festschreibt? Nee, ich glaube, weil es halt eben im Alltag oft anfängt. Also das, was sich dann, das wäre eigentlich eine frühe, man müsste eigentlich früher einsteigen. Und zwar, der Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass man denkt, ja, wenn es so ein kleiner, blöder Spruch ist im Alltag, dann ist es nicht so schlimm. Aber das steigt ja sehr schnell an und wird dann, führt dann zu eben zu Angriffen, zu einer Instrumentalisierung, die von Rechtsradikalen genutzt wird oder so. Also es müsste viel mehr über Alltagsrassismus gesprochen werden, weil man das auch nicht so leicht trennen kann voneinander, was denn jetzt irgendwie Alltagsrassismus ist und was und wann es dann übergeht in dann das, was man irgendwie, was irgendwie die, sag ich mal, breite Gesellschaft dann auch wirklich als Rassismus anerkennen möchte. Also ich glaube schon, dass es generell ein anderes Verständnis und einen anderen Platz geben müsste für um die Diskussion um Rassismus in unserer Gesellschaft. Es gibt zum Beispiel in den USA, aber auch in Großbritannien gibt es Menschen in den Redaktionen, die sich spezialisiert haben auf dieses Thema und die einfach regelmäßig darüber schreiben. Das wird so verstanden, dass es zum Beispiel im Gesellschaftsressort oder auch im Politikressort, dass es da klar Menschen geben muss, die sich mit diesem Thema auskennen und auseinandersetzen mit diesen Themen. Und ich habe das Gefühl, dass es hier in Deutschland nicht so ist. Also, dass Menschen jetzt vielleicht irgendwie merken, oh, wir brauchen mal Leute, die sich irgendwie, die einfach allgemein sich mit Rassismus auskennen, aber oft Redaktionen da stehen und zwar vielleicht irgendwie einen guten Willen haben, aber einfach nicht die Expertise oder die Menschen in ihren Redaktionen haben, die ExpertInnen in diesem Thema sind. Also und deshalb werden sie auch immer wieder an Grenzen stoßen, wenn es um die Berichterstattung geht, weil sie so ein bisschen rumraten oder sich ihnen einfach bestimmte Grundlagen fehlen. Ja, Diversität beginnt ja grundsätzlich bei den Machern, Macherinnen von Medien.
Hast du denn das Gefühl, dass sich da in den letzten Jahren was verändert hat? Sieht man unterschiedlichere Perspektiven, auch von unterschiedlicheren Ethnien her beleuchtet? Wie ist da dein Eindruck? Ich habe das Gefühl, dass natürlich das so wie bei allen marginalisierten Gruppen das Internet und die Möglichkeit, selbst zu publizieren, über soziale Netzwerke, aber auch andere Plattformen, über Blogs, über Podcasts oder so weiter, das natürlich verändert hat. Also man wartet nicht darauf, bis man eine Plattform bekommt. Man nutzt einfach andere Plattformen, man macht sich die eigene Plattform und bringt somit Themen nach vorne und bespricht es einfach selbst und nimmt es quasi selbst in die Hand. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade im letzten Jahr natürlich auch mehr und mehr große Redaktionen darauf aufmerksam geworden sind, dass diese Bubbles existieren und merken auch, was sie da gerade verpassen. Gerade weil Redaktionen, glaube ich, alle sich bemühen, ein größeres Publikum zu gewinnen, weil alles immer finanziell schwierig ist. Auch aus diesem Interesse her, sie sich natürlich fragen, müssen wir vielleicht unsere Redaktion, unsere Berichterstattung, unsere Strukturen ändern, damit wir ein größeres Publikum ansprechen, damit wir eben ein auch nicht weißes Publikum ansprechen. Aber dann ist da, meine Erfahrung ist auch, dass der Wille dann ganz da ist, aber natürlich es mehr braucht, als nur mal hier eine nicht weiße Moderatorin hinzusetzen und da mal irgendwie jemanden zu fragen, sag mal, kannst du nicht mal irgendwie schreiben, wie das für dich ist, als nicht weiße Person so und so, sondern dass es viel, viel mehr braucht. Also, dass es in den Redaktionen, in den Führungspositionen, dass es da auch sich gefragt werden muss, wo bleibt die Diversität in den EntscheiderInnen-Positionen, weil sowas eben nicht nur abgedeckt ist mit, hier halt mal das Mikro irgendwo anders hin und dann nehmen wir es auch wieder weg und eigentlich ändert sich aber nicht so richtig. Also das muss schon tiefgehender sein. Wir erleben ja im Moment eine unheimlich komische Stimmung hier in Deutschland. Verschwörungstheoretikerinnen mischen sich mit Aluhüte-Trägerinnen, ImpfgegnerInnen, auch mit Rassismen, auch mit Antisemitismen. Haben da Medien eigentlich überhaupt noch eine Chance, zu den Leuten durchzudringen und da vielleicht mit einer ausgewogeneren Information was zu erreichen? Ich kann verstehen, dass es manchmal ein total verzweifeln lässt, dass man immer das Gefühl hat, man versucht alles, man versucht irgendwie Informationen bereitzustellen, sie interessant zu machen, sie auf unterschiedlichen Plattformen zur Verfügung zu stellen und dann merkt man, man kommt da gar nicht durch, man kommt da gar nicht ran, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alles noch sehr viel schlimmer wäre, wenn quasi eine bestimmte Riege der Medien aufgeben würde und sagen würde, ach komm, das bringt eh nichts. Also ich glaube schon, dass da eine gewisse Stellung gehalten wird, die auch wichtig ist. Man muss sich dennoch, auch wenn es absolut frustrierend ist und wenn es sehr anstrengend ist und man sich sehr bemüht und man merkt, dass man trotzdem es nicht schafft, gegen VerschwörungstheoretikerInnen anzukommen für ein bestimmtes Publikum, muss man sich trotzdem die Frage stellen, ja, was können wir besser machen? Was haben wir verpasst? Was haben wir nicht beachtet? Sind wir vielleicht immer noch zu eng mit unserer Berichterstattung? Berücksichtigen wir bestimmte Perspektiven nicht? Ich glaube, dass nämlich dadurch, dass bei VerschwörungstheoretikerInnen immer so ein oder sehr oft so eine gewisse Wut von
gegen die da oben und gegen die Mainstream-Medien laut wird, merkt man ja, wie die oft verortet werden, wie Leitmedien oft verortet werden, und zwar als elitär. Und dass sich viele Menschen nicht davon angesprochen fühlen. Das heißt, ich glaube, das Kind ist quasi schon in den Brunnen gefallen, wenn Leute erst anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie in puncto Verschwörungstheorien dagegen anberichten können, sondern es müsste eben eine strukturelle Veränderung sein, dass einfach schon Probleme oder Themen, die sich in bestimmten marginalisierten Gruppen befinden, dass die schon angesprochen werden. Also, dass man die auch schon längerfristig einbezieht in ihrer Berichterstattung, sodass man die nicht erst versucht rüberzuholen, wenn es um Verschwörungstheorien geht. Weil das dann wiederum auch ein falsches Signal ist in der Hinsicht, dass sie erst Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie bestimmte Dinge reproduzieren, also rassistische Dinge, antisemitische Sachen reproduzieren. Weil ich glaube, bestimmte Menschen kriegen jetzt gerade so oft wie nie das Mikro unter die Nase gehalten und werden sonst ignoriert. Das ist halt auch ein bisschen das falsche Signal, würde ich sagen. Deshalb glaube ich, dass das Geheimnis ist eigentlich ein etwas nachhaltigeres, also dass man da, also die Lösung ist eine etwas nachhaltigere, dass man generell schaut, auf was guckt man denn so und was bezieht man ein in der Berichterstattung, welche Themen und so weiter. Und dazu braucht es auch eine andere Besetzung in vielen Redaktionen, ja, eine diversere. Soziale Medien dienen da ja auch sehr oft der Verbreitung von Verschwörungstheorien und Fake News. Bietet die leichtere Zugänglichkeit von Medien oder Medien zu machen, auf der anderen Seite aber auch eine Chance, dem entgegenzutreten? Was meinst du? Auf jeden Fall. Also birgt Chance und Risiko. Das ist halt das Ding mit so demokratisierenden Prozessen, dass man auf der einen Seite werden Stimmen zugänglich oder Perspektiven zugänglich, die sonst nicht wirklich aufzufinden sind, als wenn man nur abhängig wäre von bestimmten Institutionen oder Redaktionen. Ich kann jetzt auf YouTube oder in Podcast-Feed oder auf sozialen Medien Accounts folgen oder Menschen folgen, die einfach das thematisieren, was ich auch interessant finde, und muss nicht mehr darauf warten, dass irgendwie mal größere Häuser sich diesen Themen widmen. Auf der anderen Seite sind das die Orte, wo halt eben Verschwörungstheorien reproduziert werden oder befeuert werden. Also das ist halt, das ist immer ein bisschen schwierig, weil das, was natürlich fehlt, was diesen Grassroots-MedienmacherInnen fehlt, ist natürlich bestimmte Ressourcen. Die können vielleicht nicht alles immer fact-checken, weil sie keine Zeit haben. Sie haben eben vielleicht nicht ein Vier-Augen-Prinzip bei allem, weil sie das vielleicht ohne Geld machen oder weil sie eben nicht genug Geld haben, um jetzt hier eine andere Person auch nochmal drauf gucken zu lassen und so weiter. Das heißt, die Qualität hängt natürlich auch teilweise an finanziellen Ressourcen. Und deshalb muss man halt auch sehen, dass man halt sich eigentlich nicht zufrieden geben kann damit, dass Leute irgendwie, dass marginalisierte Gruppen ihre Zeit aufopfern, um bestimmte Aufklärungsarbeit zu leisten, unter eigentlich, also die kaum bezahlt ist,
und sehr, einen sehr hohen Arbeitsaufwand bedeutet. Eigentlich müssten die, wünschte ich mir, dass da vielleicht Gelder hinfließen würden von vielleicht größeren Häusern und die das auch begreifen würden, was da für eine, was denen da entgeht und was die, was da für eine Chance hintersteht. Aber es fängt ja auch langsam an. Also manche Formate werden ja auch übernommen und so weiter. Also, ja. Okay, dann danke ich dir sehr herzlich für das Gespräch. Ja, wir sehen, in Sachen Diversität haben die Medien offensichtlich noch einiges aufzuholen, aber es gibt vielleicht ein paar erste kleine Schritte in die richtige Richtung. Hoffen wir, dass es da möglicherweise auch bald zu größeren Entwicklungen kommt. Alice, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.